aber das hört man schon, seitdem man hört, dass Judas Jesus verraten hat. Und der das gemacht hat für ein paar Silberlinge. Antisemitismus Teil der europäischen Kultur. Antisemitismus Teil der europäischen Kultur. Ja. Verstehst du? Geschichte halt. Nicht nur, ja, es ist Teil der Kultur. Und das ist antisemitische Denkstrukturen. Ja, das ist das, was ich... antisemitische Denkstrukturen. Ja, das ist das, was ich... Das sind antisemitische Ich bin 30 Jahre alt und das ist das, was man von links, rechts irgendwie mal so eingestreuselt bekommt, ohne dass in meinem Freundeskreis einfach jemand so ist. Man hört das mal so hier oder da. Aber das hört man schon, seitdem man hört, dass Judas Jesus verraten hat und der das gemacht hat für ein paar Silberlinge. Damit beginnt es in der in Europa begann genau da die Connection zwischen Verrat und Juden und Verrat für Geld und Juden. Ja. Das ist etwas, was halt einfach Teil der europäischen Antisemitismus Teil der europäischen Kultur. Ja. Verstehst du? Geschichte halt. Nicht nur, ja, es ist Teil der Kultur. Würdest du mir oder uns sagen, was du im normalen Monat bei Rapper Mittwoch, zu der Zeit, als ihr noch nicht auf Tour wart, ungefähr Pi mal Daumen raus hattest am Ende des Monats? Why is the sky blue? Why is water wet? Why did Judas rat the Romans while Jesus slept? Ja. Verstehst du, was ich meine?